zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Neverwinter. Dungeons and Dragons Neverwinter? Ich weiß nicht, wie ich es genau sagen soll. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Ich habe jetzt schon so ein bisschen rumprobiert in den Optionen, habe ein bisschen so ein paar Tests gemacht. Ich mache die Musiklautstärke immer noch ein bisschen runter. Ich finde das zwar ganz nett, High Definition Audio, ja, ist richtig. Digitale Signalversprachzeit, blablub. Übernehmen bitte, danke. Ich habe doch hier auch irgendwas anderes noch geändert. Die Sprachlautstärke hatte ich noch geändert, genau. Ist hier auch hier so auf 60 ungefähr gestellt. Ich muss das ja erst übernehmen, bevor es wirklich tut. So. Okay. Also, wie gesagt, herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Irgendwas stört mich hier so ein bisschen. Ich glaube, das Feuer, das prasselt so die ganze Zeit. Ja, ich wollte meine Quest abgeben. Versorgungsfeldwebel Quinn. Hi. Nicht der gesprächigste, wie ich sehe. Ich habe von den Ereignissen auf der Brücke gehört. Und auch, dass ihr den Vorboten aufgehalten habt. Wir stehen alle in eurer Schuld. Nox hat mich gebeten, euch neue Kleidung zu geben. Ich habe leider nichts Ausgefallenes. Aber immerhin halten sie warm. Werft einmal einen Blick in die Truhe. Och, ausgefallen ist gar nicht so wichtig. Hauptsache Klamotten. Bauerntunika. Mit C. Oh, sexy. Klickt auf die Mode, um Gegenstände anzulegen, bla bla. Mode? Mode. Ja. Ach da. Modegegenstände. Oh. Kann ich hier, hallo? Ich hab sie nackig gemacht. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Zerfledderte Tunika. Was ist das hier? Ein Hemd. Und eine Hose. Ach, die Tunika ist das, was ich da eingesammelt hatte, ne? Okay, ja, auf Mode und dann? Ach so, mit einem Rechtsklick. Okay. Ja, bitteschön. Ein Höschen hätte ich auch ganz gerne. Kopf habe ich nix. Also man muss offensichtlich hier drauf Rechtsklick machen. Ich hätte es wahrscheinlich auch hier mitmachen können. Also ich kenne mich, wie gesagt, im Spiel noch nicht so sehr gut aus. Deswegen muss ich immer noch so ein bisschen rumprobieren. Hey, ich habe ein Geldsäckchen. Hä, ist was? Ich habe eine... Cryptis Studios, willkommen in Neverwinter. Der Lord Beschützer von Neverwinter dankt euch für den Schutz der Stadt gegen die untoten Horden von Velindra's Shadow Mantle. Mögen die Baden eure Taten besingen, bla bla. Als Belohnung für eure Heldentaten erhaltet ihr das Neverwinter Willkommenspaket. Auch wenn ihr euch zur Stadt durchgekämpft habt, ist das erst der Anfang eures Abenteuers. Schreitet weiter voran. Das Turmviertel Neverwinter Wache rekrutiert Abenteurer in bla 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 bla. Ja, ich möchte gerne... Achso, ich muss das erst, oder? Möge... Timora euch Glück bescheren. Dankeschön. Kann ich das irgendwie... Wird beim Aufnehmen gebunden. Sie müssen die Gegenstände doppelklicken zum Öffnen in der... Ja. Wie kriege ich das jetzt? Rechtsklick wieder oder gar nicht? Gegenstände aufnehmen? Hallo? Bitte? Danke? Okay, schade. Was ist das? Zenmark. Ne, will ich nicht. Okay. Ja. Dann müssen wir eigentlich... Wo müssen wir jetzt hin? Achso, Glitzerspur folgen, ne? Ein Lied von Zaubers... Ach nee, das sind diese wieder diese Zaubersphären. Das will ich ja gar nicht. War das J? Da, das möchte ich gerne. Dankeschön. Was ist das hier? 1. April bis 7. April. Erhalte doppelte Erfahrung. Erhalte für jegliche Tätigkeit die doppelte Erfahrung. Okay. Ist das jetzt aktiv? Automatisch? So? Das ist cool. Nein, ich will doch... Wartet. F2, richtig? Ich möchte... Nein, nicht das. Ich möchte gerne das da machen. Genau, dankeschön. Wieder F2 und dann Glitzerspur folgen.
Ja, das ist so ein Durcheinander. Ist voll komisch. Ich bin damit noch nicht so ganz grün geworden, muss ich zugeben. Aber das wird noch, meine Freunde, das wird noch. Hallo. Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Ja, wie immer. Ihr seid zurück. Gut. Ich habe mehr Arbeit für euch, sofern ihr daran interessiert seid. Hauptsache, gib mir erst bequeme Kleidung, damit ich mich ausruhen kann und sagt jetzt, er hat mehr Arbeit. Ja, gut, gut, gut. Machen wir. Der Diebstahl der Krone. Oh, ich war's nicht. Ich habe nichts getan. Mir wurde von Störungen in den Gewölben unter der Halle der Gerechtigkeit berichtet. Seit dem letzten Angriff gibt es kaum noch Wächter. Aber ihr solltet doch fähig sein, dem nachzugehen. Ich habe dem Torwächter mitgeteilt, dass ihr kommen werdet. Er wird euch ins Gewölbe einlassen. Das freut mich. Ich habe zwar jetzt immer noch keine Ahnung, worum es geht, aber es freut mich. Das ist aber eine relativ coole Quest. Also ich mag die unheimlich gerne. Ich habe das ja wie gesagt schon alles mal anprobiert sozusagen. Oh, hi. Ach hier, ich muss zum Briefkasten gehen, um das... Okay. Dankeschön. Ich habe ein Neverwinter Willkommenspaket. Das ist schön, das ist sehr schön. Inventory mit I. I für Inventory. Gib mir das. Oh, was ist das? Schriftrolle der Identifikation. Kleiner Partyknaller. Ich habe Partyknaller. Farbstoff, Geschenkbox. Okay, ja, danke schön. Muss ich hier wieder doppelklicken? Ach du Scheiße. Grün und... Ich kann das nochmal machen. Oh, nice. Oh Gott, nein. Pinker und grüner. Ach, ja, gut. Ist nicht unbedingt das, was ich erwartet hatte. Finde ich eigentlich nicht so dolle. Pink ist überhaupt nicht meine Farbe. Grün ist okay. Grün ist schön. Grün ist toll. Finde ich klasse. Kleriker von Lurule. Kann ich nicht mitreden. Schade. Achso, ich kann doch direkt hier eigentlich, wenn ich sowieso schon bei der... Ach, jetzt mache ich wieder den Driss hier. Ja gut. Mache ich erstmal das. Protectors Enclave. Aber das dritte ist irgendwo total weit abgeschieden. Deswegen möchte ich das eigentlich ganz gerne im Moment nicht machen, sondern möchte dem Diebstahl der Krone nachgehen. Dankeschön. Muss ich aber auch in die Richtung. Eigentlich ist hier einer dieser Drachengeborenen auch in der Nähe, soweit ich weiß. Und da wurde ich ja eh zu einer Audienz eingeladen. Dementsprechend werde ich jetzt erstmal hier rüber gehen. Da seht ihr das schöne Fragezeichen. General Barasch. Hi. Oh Gott. Ja. Ah, der Held von Neverwinter ist gekommen. Es freut mich, euch endlich kennenzulernen. Ich freue mich schon darauf, an eurer Seite, was auch immer, gegen die Kult des Drachen zu kämpfen. Cool. Seid gegrüßt, General Barasch. Ich habe ein paar Fragen. Nein, erstmal nicht. Mache ich später. Fragen habe ich durchaus, weil ich diese, ich es ganz cool finde eigentlich, dass diese neue Rasse, sage ich mal, kennenzulernen. Aber ich möchte das ungern jetzt direkt machen. Ich habe genug Gesundheit, deswegen brauche ich das hier nicht zu tun. Ja, mache ich erstmal hier weiter. Ihr seid derjenige, den Feldwebel Nox für die Untersuchung hergeschickt hat? Gut, dass ihr hier seid. Wir haben einige merkwürdige Geräusche aus dem Gewölbe vernommen. Eine der anderen Wachen wollte es sich einmal ansehen, hätte aber längst zurück sein müssen. Ich muss den Eingang bewachen, werde euch aber durchlassen. Findet die Quelle dieser Geräusche und sucht Quartiermeister Otis. Er wird wissen, was dort vor sich geht. Das werde ich. Öffnet das Tor. Okay, jetzt würde ich aber sagen, legen wir erstmal wieder unsere normale Kleidung an. Ups. Oh. Halt, stopp, stopp, stopp. Hilfe. So war das eigentlich nicht gedacht. Habe ich die jetzt wieder an, wenn ich zurückgehe? Ist das? Ja, ja, okay. Puh. Okay, Kampfkleidung. Kampfmontur. Ich habe schon wieder 10 Minuten. Das ist der Wahnsinn, wie schnell die Zeit einfach vergeht. Das ist böse. Und Glitzerspur folgen. Ich finde das irgendwie... Ja. Wem das zu nervig ist mit dieser komischen Spur, der kann das auch gerne sagen. Dann kann ich die demnächst auf jeden Fall auch weglassen. Au! Verdammte Bogenschützen. Okay, hier muss ich zugeben, gibt es den einen oder anderen Punkt, der ein bisschen nervig ist.
Komme ich aber gleich noch zu. Au, hey, stirb. Da fliegen die Geldbeutel durch die Gegend. Da ist zum Beispiel einer. Hi, gib mir das. Gib mir das. Ja, wie gesagt, ihr werdet das schon gleich sehen. Ist das hier Korn-Gedöns-Zeugs? Nicht wundern, ich schaue mich immer ganz gerne ein bisschen näher in der Umgebung um. In der Hoffnung, noch irgendwas zu finden, das ich gebrauchen kann. Offensichtlich gibt es hier... Oh, oh! Zurück, zurück! Geh doch zurück! Geh doch! Danke! Hätte auch einfach Q drücken können, ich weiß. Aber das macht überhaupt nichts. Oh, hier ist was. Oh. Ach, Diebstahl. Das ist genau das, was ich meine. Ich habe keine Diebstahlfähigkeit. Das ist eigentlich was, was bei mir... Ich bin... Ah. Ich bin so ein absoluter Thief-Fanatiker und Dark Project-Fanatiker und Meisterdieb und bla. Und das ist eigentlich so eine Fähigkeit, die bei mir nie fehlen darf. Aber ja, ich habe halt jetzt einen Charakter gewählt, der nicht dieben kann. Das ist schon voll bei mir so in Fleisch und Blut übergegangen. Ich bin auch mittlerweile irgendwie so direkt, wenn jemand... Ah. So, dieses Mal habe ich denselben Fehler nicht nochmal gemacht. Au! Untersteh dich verdammt nochmal. Ach, ist das schwierig hier. Ich bin auch irgendwie so jemand, der, gerade weil ich diese Spiele so liebe, automatisch, wenn es um irgendwelche Diebstähle geht, beteuert, dass ich es nicht war. So, das passiert halt einfach. Das ist nicht irgendwie so entertainmentmäßig, dass ich das mache, um euch zu bespaßen, sondern es passiert tatsächlich einfach. So, keine Ahnung warum. Irgendwie waren meine Attacken damals stärker, als ich das letzte Mal diese Quest gemacht habe. Kann es sein, dass ich da ein Level höher war? Dass ich da irgendwie auf Level 5 war? Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß, dass beim letzten Mal meine Attacken hier stärker waren. Ich habe die da eigentlich direkt umhauen können und habe nicht groß warten müssen. Beziehungsweise habe nicht groß ausweichen müssen. Gewölbekunde-Paket, Naturpaket. Achso, das sind zum Beispiel solche Pakete, mit denen ich jetzt zum Bleistift... Sie können mit Hilfe von Natur interagieren. Ja, mache ich doch. Ach so, das ist jetzt übrigens eine Fähigkeit, die ich habe. Mit der Natur kann ich sowieso interagieren. Das hier kann ich jetzt durch das Gewölbekunde-Paket eine 75-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass ich das hier verwenden kann. Beziehungsweise, dass ich da etwas mit tun kann. Jetzt habe ich Entdeckeraufzeichnungen, Wollreste und Eisenerz gefunden. Nehme ich mal alles mit. Weil könnte ja nützlich sein. Ich könnte wahrscheinlich sogar jetzt dieses Paket, das hier, Entdecker aufzeichnen. Nein, kann ich nicht. Ich dachte, ich könnte das irgendwie verwenden. Oh. Oh, der ist ein bisschen größer. Würdest du bitte sterben? So, Kapschak, Kapschak, Kapschak. Jawohl. Huff. Heieiei. Rückstand. Wie Rückstand? Was denn für Rückstand? War das jetzt... Hallo? Nein. Da. Dieses Material wird für allgemeine Handwerksaufgaben eingesetzt. Es kann bei Fertigkeiten, Tests und in Berufsverstärkungspaketen gefunden. Was auch immer. Oh, upsie. Ich bin immer noch so ein bisschen Minecraft geflasht, da kann man mit, wenn ich zweimal nach vorne drücke, dann sprinte ich halt immer, also dann laufe ich schneller. Ist hier nicht der Fall, aber es hat sich irgendwie so eingebürgert bei mir. Ich habe schon fast die Hälfte meines Lebens verloren, Mann. Ich werde hier mindestens einmal sterben, ich sehe das kommen. Hey! Ihr Saubatzen! Und die haben mich ja noch getroffen, die Säcke. Okay, brauche ich wieder ein Diebstahlpaket oder kann ich das einfach so mitnehmen? Nee, Schatztruhe, sehr schön. Ausnahmsweise ein Heiltrank. Wollreste. Was, wofür auch immer ich Wollreste brauche. Es ergibt für mich alles relativ wenig Sinn. War hier nicht irgendwo mal so ein Lagerfeuer-Dings in der Nähe? Ich könnte so ein... Ich hoffe, von denen zucken hier irgendwie immer noch so durch die Gegend. Das ist voll komisch. Hier war doch so ein Feuer, Mann. Wo ist denn das? Bin ich denn jetzt blöd? Das kann doch nicht...
Das muss doch hier irgendwo gewesen sein. Ich weiß, dass hier irgendwo so ein Lagerfeuer in der Nähe war. Okay, ich hoffe, die kamen jetzt eigentlich... Ich hoffe, die kamen jetzt nicht dazu, mich anzugreifen, so rum. Hier gibt es jede Menge Schriftrollen. Oh mein Gott, das sieht aus wie eine große Bibliothek. Es ist genau mein Ding. Oh, ist das wundervoll. Ist das wunderschön. Ich will. Das ist so toll. Ah. Scheiß Hexenmeister. Nein, ich bin gestunt. Stirb doch. Stirb doch. Und lass mich vom Platz weg. Nein. Huff. Oh Mann. Ich kriege ja angeblich für alles doppelte Erfahrung. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt wirklich aktiviert habe oder nicht. Und ich wette, der stirbt auch, weil er schon so irgendwie so halb auf halb acht da hängt. Die Nasher haben sich während Valindras Angriff auf die Stadt in die Gewölbe geschlichen. Sie sind hier, um die Krone von Neverwinter zu stehlen. Sie hatten ihr Ziel fast erreicht, aber dann haben sie die Toten im unteren Gewölbe erzürnt. Sie bekämpfen sich da unten gegenseitig. Ich habe sie hinter dem geheimen Eingang zum unteren Gewölbe eingeschlossen. Es gibt dort einen geheimen Schalter im Bücherregal hinten an der Wand. Haltet die Nasher auf, bevor sie die Krone kriegen können. Natürlich. Bleibt hier. Ich werde sie aufhalten. Oh, ja, cool. Sehr gut, er stirbt auch nicht. Hier brauche ich, glaube ich, irgendein Religionsgedöns für. Nee, Arkanfertigkeit oder Paket notwendig. Also so ein Arkan-Paket habe ich leider nicht. Dementsprechend kann ich das hier nicht nutzen. Und dann werde ich einfach mal das hier... Diebstahl der Krone, Karzovs Befehle. Wir wollen bloß die Krone, rührt also nichts anderes an. J drücken, okay. Diebstahl der Krone. Wir wurden von Störungen in den Gewölben unterhalten. Also, Questfahrt. Lied der Zauberswelt. Hä? Allgemein, Berufe, was auch immer. Protectus Enclave. Das ist, was ihr drin seid. Wo kann ich denn dieses komische... Ach, was soll's. Hä? Versteckter Mechanismus? Hat er mir davon erzählt jetzt gerade? Ja, ne? Ich gerade gewundert, warum ich das jetzt gerade gefunden habe, ohne dass ich jetzt... ich habe gerade, ehrlich gesagt, noch gar nicht richtig zugehört. Hier brauche ich Religionsfähigkeit, genau. Okay, offensichtlich kann ich hier nichts anderes tun, außer diesen komischen Mechanismus da hinten zu bewegen. Dann werde ich das doch einfach mal tun. Tür ist offen, woanders offen. Öffnen, zu öffnen. Bla. So. Gefunden und geöffnet. Bingo. Sehr schön. Ah, oh, hier ist das Lager. Oh, das ist schön. Dann kann ich hier unten auch direkt, die machen sich da unten gegenseitig fertig. Das ist schön. Brauche ich gar nichts machen. Und dann würde ich sagen, beende ich auch hier meine Folge kurz. Denn ich bin schon wieder bei 18 Minuten. Ich würde sagen, dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Es war jetzt irgendwie eine ziemlich wirre Folge. Es tut mir leid. Ich habe noch absolut keinen Plan in dem, was ich hier tue. Aber ich werde auch direkt noch ein paar mehr aufnehmen. Ich habe nämlich, wie ihr seht, es ist 1.53 Uhr. Nachts wohlgemerkt. Ich bereite mich gerade so ein bisschen auf meine Nachtdienste vor. Habe ich mir übrigens von Killing Constantine abgeguckt. Der hat das genauso gemacht. Der hat dann einfach Dark Project an einem Abend durchgezockt. Beziehungsweise in einer Nacht. So ein Speedrun. Ich werde hier jetzt einfach meine Let's Plays aufnehmen und werde zusehen, dass ich irgendwie bis 5 oder 6 Uhr wach bleibe, mich dann hinhaue und morgen habe ich dann Nachtdienst. Autsch. Und ja, mal schauen. Dann hoffe ich, dass ich so ein bisschen mehr Plan in meine Folgen reinkriege, weil das, was jetzt hier abgeht, das ist ja nun mal wirklich so keine Ahnung, ist so ein wirres Durcheinander von was auch immer. Jedenfalls bedanke ich mich, wie schon gesagt, fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Wichtige Links, wie immer. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen rauf da und sagt es mir unten in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao!